Wir haben einen Haufen gehört. Wir haben zum einen auch erfahren, dass die beiden Initiativen einen Haufen Gemeinsamkeiten haben. Vor allem was Ziel betrifft. Wie gesagt, wir wollen beide Initiativen, wir wollen Stabilität und Sicherheit. Wir haben Probleme erkennt und versuchen jetzt herauszufinden, inwiefern die unsere beiden Mittel geeignet sind, die Probleme zu lösen. Ich habe gerade eine erste Frage an den Herrn Nationalrat Luzi Stamm. Und zwar haben wir jetzt auch die drei Punkte von Ihnen sehr deutlich erläutert gehört, was Sie fordern, sehr eingehend auch erklärt. Jetzt eine weitere Frage dazu wäre, wie sind jetzt Ihre drei Forderungen eigentlich dazu geeignet, wirklich das Ziel Preisstabilität und Sicherheit zu gewährleisten? Das ist noch eine relativ schwierige Frage. Der erste grosse Vorteil von der Erfolgsinitiative ist, das Thema wird diskutiert. Also das ist politisch, das ist ein unschätzbarer Wert von unserer direkten Demokratie. Ich habe das miterlebt, sogar an einem Thema, wo man würde denken, jeder sieht es ja, 9. Februar die Wanderung. Haben wir seit 20 Jahren eigentlich gesagt, schau, die Zahlen sind etwa so und so gross. Und ich mache ganz klar die Erfahrung, die Bevölkerung hat erst seit dem Februar begriffen, hoppla, es sind etwa 80 bis 100.000 pro Jahr, die kommen. Oder vorher haben sie vielleicht gemeint, es sind wenige Tausend. Und allein die Diskussionen, die wir jetzt an den Podiumsgesprächen haben, was heisst das übrigens, Geld, Kredit, was würde das bedeuten, wenn plötzlich 20% für die Nationalbank vorgeschrieben wird? Allein das ist eigentlich viel wert. Was es wird bewirken, ich gehe davon aus, dass am 30. November, das ist nur eine erste Abstimmung von diesem Thema und es werden noch weitere Folgen. Eben, die Vollgeldinitiative ist dann relativ gleich eine, die wir folgen. Aber das ist in der direkten Demokratie wichtig und notwendig, dass man es diskutiert. Vielen Dank. Ja, zuerst mal 100.000 Unterschriften sammeln. Jetzt, es ist jetzt gleich mir noch nicht so ganz klar, oder, wie die Repatriierung von dem Gold für Sicherheit soll sorgen, wenn dann eben 20% von der Aktiven von der Nationalbank in Gold gehalten werden. Und Sie haben es in Ihrem Referat gesagt, Gold ist ein sehr volatiles Produkt. Und wir haben es auf und ab gehabt. 75 Milliarden hätten wir können mehr machen, wenn man es 2 Jahre später verkauft hätte. Wie ist etwas, was so volatil ist, dazu geeignet, für Stabilität zu sorgen? Ich gebe die Frage an die beiden Experten von der Gold-Initiative. Bevor ich das Mikrofon weitergebe, ich bringe ein für mich ganz primitives Beispiel. Ich nehme noch jemanden Autostopper mit und habe jemanden, wo wir an die Kommissionssitzung gegangen sind und das Gold besprochen haben, habe ich einen jungen Mann aus den Vereinigten Staaten mitgenommen von Baden nach Bern. Und dann hat er ganz interessiert gefragt, ah, über das Gold. The ones who have the gold have the power. Und ich habe gestaunt, dass irgend so jemand, ich habe ihn gefragt, ich war 18 Jahre alt, der sagt einfach vom Gefühl her, der Schweizer Franken etc., das bewundere er und er hat sogar dem Faktor Gold sogar politische Macht zugesprochen. Was ich jetzt nicht gemacht hätte. Aber es ist interessant, dass die Bevölkerung denkt, es ist etwas wert. Und wenn die Schweizerische Eidgenossenschaft, oder es ist ja die Nationalbank, das ist ja ganz abendfüllende Themen, in den USA gehört das Geld im amerikanischen Staat und nicht der Nationalbank. Bei uns gehört es der Nationalbank, respektive Nationalbank kauft es. Aber allein die Tatsache, dass die Nationalbank Gold hat, ist bei so einem jungen Mann gleichbedeutend, jetzt hat die Schweiz Macht. Gut, ich denke mir, interessant ist sicher, mal daran zu denken, wie Papiergeld überhaupt entstanden ist. Also Papiergeld war eigentlich immer ein Anspruch auf eine gewisse Anzahl oder auf einen gewissen Amount von Gold. Und das ist jetzt etwas, wo man natürlich in den letzten 3 bis 4.000 Jahren hat sich Gold eigentlich als Geld auf dem Markt herauskristallisiert, weil es einfach das gängigste Tauschmittel war. Weil es ist leicht teilbar gewesen, es ist sehr einfach zu erkennen gewesen, man hat es nicht können drucken,
Also sprich, es war ein Wertspeicher gewesen. Und wenn man natürlich jetzt die Preisfluktuationen anschaut, ich meine, wir sind 1971, also man hat verschiedene Steps gebraucht, um Gold aus dem monetären System rauszubringen. Bis zum Ersten Weltkrieg ist eigentlich die ganze westliche Welt oder industrialisierte Welt ist um den Goldstandard gelaufen. Das war nie eine gewesen, die 100% mit physisch Gold abdeckt war, sondern einfach Gold war bei jedem Land drin gewesen. Schon damals haben die Banken im Endeffekt immer mehr Geld geschöpft. Darum hat es dann auch im Endeffekt die Zentralbank gegeben, quasi als Lender of Last Resort. Dass wenn die einzelnen Banken zu viel Papiergeld rausgeschöpft haben, dass wir das können besser kontrollieren können. Und hat natürlich auch, zu was es geführt hat, ist zu einer massiven Zentralisierung gewesen. Und dann hat man im Endeffekt der Erste Weltkrieg ist man vom Goldstandard weggegangen, weil man sonst den Krieg gar nicht hätte können finanzieren können. Und nach dem ersten hat man 1922 sich eigentlich zusammengesetzt gehabt. Ich schweife jetzt vielleicht ein bisschen ab, aber ich denke, monetäre Geschichte ist sicher etwas, wo sehr viele eigentlich nicht so gut kennen. Also 1922 hat es in Genua eine Konferenz gegeben, wo man gesagt hat, das ist nicht nur Gold ist eine Währungsreserve, sondern neu wird es auch das britische Pfund und der amerikanische Dollar sein. Das hat wiederum eigentlich zu einer massiven Kreditausweitung geführt, wo dann auch zu der grossen Depression in den 30er Jahren geführt hat. Das hat nicht mit dem Gold zu tun gehabt, sondern einfach, weil man natürlich so massiv hat können Liquidität im Markt hineinpumpen. Der Ausgang wissen wir alle, Zweiter Weltkrieg, dann 1944 Bretton Woods, dann hat man sich zusammengesetzt, dann hat es geheißen Amerika, also der amerikanische Dollar und Gold, ist Weltreservewährung, hat genau gleich, den gleichen Status. Das britische Pfund hat man rausgeschmissen, als Kriegsverlierer quasi. Und das ist eigentlich so gewesen. Also das hat dann natürlich der General de Gaulle hat das eigentlich immer gesagt, das ist das exorbitante Privileg, dass die Amerikaner haben können einfach Geld aus dem Nichts drucken und mit dem Güter konsumieren. Und das ist eigentlich bis 1971 so gelaufen, wo dann eigentlich Amerika quasi faktisch hat müssen den Konkurs einleiten. Und anstatt, dass man gesagt hat, Amerika ist bankrott, hat man gesagt, okay, das Gold wird jetzt komplett gestrichen, weil die Goldreserven, wo Amerika, also Ende 1949 zum Beispiel, hat 70% von sämtlichen Goldreserven sind in Amerika gelagert gewesen. Und das hat eigentlich auch ihnen dann den Power gegeben, wirklich zu einer Weltreservewährung zu werden. Es war immer mit Gold verbunden gewesen. Und 1971, 15. August, hat dann der Nixon gesagt, das Goldfenster wird temporär geschlossen gegen Spekulanten. Und in dem Zustand sind wir eigentlich heute. Und wenn man anschaut, das ist das grosse Dilemma, wo wir heute eigentlich drin sind. Die Schulden, die man natürlich seitdem aufgebaut hat, sind gigantisch. Oder? Und zwar in der gesamten westlichen Welt, inklusive China natürlich und Japan. Ist nur allein Amerika, oder? Die haben 98% für ihre offizielle Verschuldung ist seit 1971 gemacht worden, weil halt einfach das Bankensystem oder die Zentralbanken die Möglichkeit gehabt hat, aus dem Nichts raus Geld zu drucken. Vielen Dank für die Ausführungen zur Geschichte vom Geld- und Finanzsystem. Wir kommen dann später nochmal darauf zurück. Jetzt ist es so, dass es ja wahrscheinlich das Gold nicht unbedingt in der Lage ist, eben die hohen, also die angehäuften Schulden allein als Problematik zu lösen. Es ist nicht ein Garant, dass es stabiler wird. Also so verstehe ich jetzt die Ausführungen von beiden Seiten. Wir fragen jetzt mal am besten bei den Herren von der Vollgeldinitiative nachher. Was gibt es denn für Alternativen jetzt zum Gold? Was gibt es für Möglichkeiten, um eigentlich auch jetzt trotz dem Verkauf, ich gehe jetzt auf den Verkauf vom Gold von der Nationalbank zurück. In den letzten paar Jahren finde ich, die Nationalbank hat einen super Job gemacht. Die Preise sind stabil geblieben. Wir haben eigentlich einen sicheren Standort in der Schweiz. Also ich bin ganz froh, dass ich in der Schweiz wohne. Ich frage jetzt mal weiter, was wäre jetzt eine Konsequenz von der Vollgeldinitiative? Was hätte das für Auswirkungen nachher auf Funktionen und das Ziel der Nationalbank? Herr Dani Meier oder Herr Hans-Rudi Weber? Ja, dann mache ich mal den Anfang. Es geht, glaube ich, auch vor allem um eine Begrenzung von der überbordenden Geldproduktion. Und der Ansatz ist, dass gesetzlich sozusagen ein Anker gemacht wird. Der gesetzliche Anker kann sein das Vorschreiben von einer Goldanbindung oder der gesetzliche Auftrag kann sein, an eine Nationalbank Preisstabilität zu gewährleisten. Und durch das darf sie nicht zu viel Geld in Umlauf bringen, weil sonst Inflation Folge ist. Vielen Dank, Herr Weber. Dazu auch ein Statement.
Also, wichtig ist, glaube ich, im Zusammenhang mit dem Stichwort Gelddeckung, dass Vollgeldreform die Deckung will herstellen, indem sie Geldmenge in einem vernünftigen Verhältnis zum BIP, also zum der Güter- und Dienstproduktion vom ganzen Land stellt. Und wenn das Verhältnis so ist, dass man Preisstabilität und Kaufkraft vom Franken kann halten, dann erfüllt die Nationalbank ihre Aufgabe. Und insofern ist eine Deckung von Gold, kann man sagen, oder über das Gold möglicherweise eine zusätzliche Sicherheit, eine zusätzliche Garantie. Aber das Wesentliche ist und bleibt, dass Güter vorhanden sind, wenn ich mit meinem Schweizer Franken posten will. Und wenn keine Güter mehr vorhanden sind, dann wird theoretisch auch nicht ein Sack voll Geld etwas daran ändern können. Darum finden wir, wir können ohne weiteres zugestehen, dass wir die Goldbindung, wie es jetzt die Goldinitiative vorsieht, unterstützt. Man muss ja auch sehen, dass bis vor der Einführung von der neuen Bundesverfassung ist ja der Prozentsatz doppelt so hoch gewesen. Und die Nationalbank hat trotzdem können Geschäfte. Vielen Dank, Herr Weber, für die Ausführungen. Wir haben gesehen, die Vollgeldreform möchte eben die Stabilisierung erreichen und hat auch gute Vorschläge, wie das kann umgesetzt werden. Wir möchten weiter fragen jetzt an die Verantwortlichen von der, von der Goldinitiative, welche Risiken sie denn sehen, wenn wir jetzt in dem Sinn, wie wir das da vorgeschlagen haben, oder wie das vorgeschlagen worden ist, die Nationalbank zu stärken. Was denken Sie, ist eine Konsequenz von einer Stärkung? Sind Sie überzeugt, dass die Ideen, die Sie vorgestellt haben mit der Goldinitiative, ob das auch zu einer Stärkung von der Nationalbank führt oder ob das eventuell den Handlungsspielraum einschränkt? Bitte sehr. Natürlich führt es in einem gewissen Sinn zu einer Stärkung von der Nationalbank. Ist für mich völlig paradox, dass sich die Nationalbank beklagt, respektive vor allem Politiker dahinter beklagen sich, unsere Initiative, die die Unabhängigkeit von der Nationalbank beeinträchtigen. Das Gegenteil ist der Fall. Sie wird unabhängiger gegenüber Druck fassen. Wer weiss denn, wie die unter Druck gesetzt werden? Fairerweise muss man ja sagen, weder ich noch sie noch irgendjemand weiss es. Wenn es so wäre, dass sie unter Druck gesetzt werden, sie würden es ja niemals können zugeben. Aber entweder haben sie sich, das sieht man ja schwarz auf weiss, man sieht ja, was sie geschrieben haben, wie sich das wird lohnen, wenn sie das Gold verkaufen. Also entweder haben sie sich gigantisch getäuscht. Und als Ökonom kann man vielleicht ein bisschen desillusioniert sagen, die ganze Geschichte von der Ökonomie ist eine Geschichte von den Irrtümern. Ja, vielleicht auch, was jetzt gerade die alle gesagt haben, vom Monetarismus zum Milton Friedman etc. etc. Dann sagen sie, wenn es mehr Geld gibt, dann kommt die Inflation und jetzt schauen sie und sagen sie, wo ist die Inflation. Sie täuschen sich ja eigentlich in gewissem Sinn am Laufmeter. Aber die Nationalbank wird gegenüber dem Druck von außen unabhängig. Wir wissen auch nicht, ob sie da eine von der Nationalbank, ob sie reagieren, wie sie das Telefon bekommen vom Draghi oder von der Merkel oder von wem. Und sind sie unter Druck, der Mühe, das machen. Ich kann nur sagen, damals sind sie unter Druck gewesen, was sie verkauft haben. Und unsere Initiative wird dazu führen, sie werden unabhängiger, ohne jeden Zweifel. So gesehen wird die Situation stärken von der Nationalbank.
Vielen Dank. Darf ich vielleicht gerade hier ein Gegenstatement oder einen Kommentar, der zustimmend ist, auf die Seite der Herren der Vollgeldinitiative geben? Also Unabhängigkeit ist für uns auch ein wichtiges Stichwort. Das habe ich vorher schon geschwind erwähnt. Es ist sogar so, wir wollen eigentlich die rechtliche, staatsrechtliche Gewaltenteilung, wo jetzt zwischen Legislativen, Exekutiven und Judikativen besteht, um ein Element erweitern und damit genau die Unabhängigkeit zum Ausdruck bringen mit dem Kunstwort, das geschaffen wurde, Monetative als quasi Nachfolgeorganisation von der Nationalbank, die aber die Aufgabe hat, die die Nationalbank auch jetzt hat, aber mit der Monetative wird ausgedrückt, dass eine Unabhängigkeit soll hergestellt werden, ähnlich wie es Judikative müsste unabhängig sein gegenüber Einfluss von Parteien oder Einfluss von der Wirtschaft oder auch Einfluss vom Staat. Vielen Dank. Oder ich würde sonst noch ergänzen zum Thema. Eben, ist es so, dass Goldinitiative aus meiner Sicht für 10% von der Geldmenge den Anker oder die Unabhängigkeit möchte haben. 90% vom Geld ist im Moment immer noch privaten Interessen ausgesetzt, also den Eigeninteressen, und dort geht die Vollgeldinitiative einen Schritt weiter, dass man die Unabhängigkeit stärkt und durch das auch eine Stabilisierung und eine Sicherheit für unsere Franken auf dem Bankkonto möglich macht. Dann kann man eigentlich, ja, bitteschön, Herr. Also vielleicht schon ein, ja, ich meine, selbstverständlich wird die Zentralbank oder die Nationalbank mit dieser Initiative gestärkt. Ich bin Schweizer. Ich bin aufgewachsen in dieser Kultur mit in einer föderalen Schweiz, wo man gesagt hat, Gemeinden, Kantone, oder wir müssen die Macht der Politiker beschneiden, darum haben wir die föderalen Strukturen. Wir müssen die Schweiz offen behalten für Wettbewerb, oder? Wo wir mit dem Föderalismus und mit der letzten direkten Demokratie auf dieser Welt haben bis heute können eigentlich sicherstellen. Mehr schlecht als recht. Ich denke, in den letzten 14 Jahren, 15, 20 Jahren hat sich einiges verändert. Und darum, der Aristoteles hat mal gesagt, Papiergeld ist in Ordnung, sofern die Obrigkeit perfekt ist und die Könige über eine göttliche Intelligenz verfügen. Und wenn ich natürlich das Vollgeld sehe, SMB, dann haben wir natürlich ein ganz klares Monopol. Und ich weiss nicht, ich kann einem Monopol natürlich nie etwas Positives können abgewinnen. Es ist genau das Entgegengesetzte vom Wettbewerb, oder? Also ich bin der Meinung, dass natürlich sowieso, wir brauchen eigentlich gar keine Zentralbank. Was wir brauchen, ist eigentlich Währungswettbewerb. Und zwar, jeder, der da drin sitzt, ich meine, Sie haben alle Stimmen. Und Ihnen sollte doch freigestellt sein, welches Geld, das Sie, oder was Sie als Geld möchten, benutzen. Und Sie werden relativ schnell merken, wenn das nicht staatlich von oben dirigiert worden oder vorgeschrieben wird, was sich als bestes Geld wird durchsetzen. Und ich glaube, dort müssen wir wieder, und wenn wir anschauen, wo wir heute mit der Schweiz herlaufen, mit dieser Zentralisierung par excellence, oder mit einem nationalen Finanzausgleich, wo man quasi die guten Kantone bestraft, die schauen, dass sie die Kosten im Griff haben, und nachher müssen sie es über den NFA, müssen sie die Schlechten unterstützen. Also, das ist sicher nicht das, was die Zukunft sicherer wird machen. Und ich denke, je mehr Zentralismus, das wir haben, das sehen wir in den umliegenden Ländern, umso schlechter geht es den Leuten. Die Schweiz ist nach wie vor ein Beispiel. Und das haben wir sicher dem zu verdanken, dass wir eben die Macht von der Politik beschnitten haben. Und jetzt wäre es an der Zeit, dass wir mal die Macht im Geldsystem beschnitten. Also das finde ich jetzt auch sehr ein spannendes Statement. Das ist eine sehr schöne Aussage. Jetzt, was mich jetzt wundern nimmt, ist, inwiefern ist denn eigentlich das Abschöpfen vom Gold, wo das ja eigentlich die Goldinitiative ja will, das nimmt das Gold aus dem Wettbewerb weg, oder? Das bringt es, führt es in die Nationalbank ein. Die Nationalbank kauft aktuell en masse an Euro ein, um den Wechselkurs stabil zu halten. Es müsste nachher konsequenterweise auch nonstop Gold einkaufen. Das ist nichts anderes als eigentlich eine Abschöpfung vom Gold vom internationalen Markt. Ist das denn nicht irgendein Gegensatz, was Sie jetzt gerade vorher gesagt haben, zu dem, was eigentlich Goldinitiative will? Also Goldinitiative wäre in dem Sinne nicht wettbewerbsfördernd, was Gold angeht, sondern eigentlich eher wettbewerbshindernd.
Nein, ich meine, wenn jetzt die Schweiz würde, ich meine, eins müssen wir sehen, was passiert, wenn wir Gold zusätzlich, also in Zukunft werden einkaufen. Der Schweizer Franken wird stärker werden, weil es hat einen realen Wert, der dahinter steht. Und wenn wir uns geopolitisch auch anschauen, was läuft in den letzten 20 Jahren, also wir haben den Westen, der quasi im Verarmen ist, unsere Industrie haben wir eigentlich im Westen, wenn wir die Amerikaner anschauen, die haben es bereits schon outsourced, oder, und in Billigländer verfrachtet. Gold ist Geld und der Schweizer Franken wird wieder zu der stärksten Währung werden, die es auf dieser Welt gibt, weil es durch einen realen Wert hinterlegt ist. Und von dem her sehe ich eigentlich nur positive Sachen. Weil ich meine, wenn Sie sich überlegen, ich meine, was versteht die Nationalbank unter monetärer Stabilität? Geld drucken. Oder? Wir haben Ende 90er Jahre sind wir bei einer Bilanzsumme von 50 Milliarden. Dann haben wir es gemacht, bis 2007 sind wir auf die 100 Milliarden gewesen und jetzt seit 2008 sind wir auf 500 Milliarden. Also das Einzige, was sie gemacht haben, ist Geld drucken. Und was passiert, wenn die Nationalbank Geld druckt? Also wir haben ja Schuldenbremse. Wir haben die Schuldenbremse in der Schweiz und gesagt, okay, nein, die Schweizer haben gesagt, wir möchten keine Schulden mehr. Da sind wir auch oben runtergekommen, das hat man können runterfahren. Aber gleichzeitig hat die Nationalbank Geld gedruckt. Und das bedeutet, wenn sie drucken, dann tut man an und für sich, gewisse Leute haben massiv Profit daraus rausgezogen. Oder? Man tut bestehende Strukturen tut man aufrechterhalten, weil die Währung wird geschwächt. Also jedes, wenn die Nationalbank Geld druckt, dann ist eigentlich das bestehende Geld, das bereits in Zirkulation sind, oder die Leute, die etwas gespart haben, oder die Leute, die ein fixes Salär bekommen, die verlieren die Kaufkraft. Oder? Das ist der Gantio-Effekt, den Lukas Reimann in seinem Video beschrieben hat. Die Ersten, die als frische, geschöpfte Geld kommen, die können zu bestehenden Preisen einkaufen und all die, die länger hinten raus warten müssen, die können erst dann eigentlich kaufen, wenn die Preise bereits aufgegangen sind. Und genau das haben wir heute. Und da, also nicht nur seit heute, das haben wir schon seit, ich meine, massiv seit 1971, sieht man eben, die einzige Disziplin, die die Zentralbanken noch hatten, ist die Golddeckung gewesen und die hat man im 71 eigentlich rausgenommen. In der Schweiz halt erst per Ende 90er Jahre. Aber ich meine, alle Währungen, alle Papierwährungen sind in einem Abwertungswettbewerb. Und das ist ein Race to the Bottom. Und jetzt müssen wir uns einfach fragen, was wollen wir in Zukunft als Schweizer, möchten wir eine Währung, dass wir können sagen, wir legen Geld auf die Seite legen. Und ich weiss, in 5 Jahren kann ich mit dem gleichen Geld mehr Güter kaufen, weil die Währung stärker wird. Oder will ich wieder in einem Geldsystem drin sein, wo ich genau weiss, dass wenn ich heute spare, eben, dass mein Geld in 5 Jahren 10%, 15%, je nachdem, wie viel das druckt, abwertet. Vielen Dank. Herr Weber, bitte. Also wie schon mehrmals betont, wir sind in keiner Art fürs uferlose Geld drucken. Wir wollen ja genau Geldmengen kontrollieren, oder? Einfach jetzt nicht mit Gold, sondern mit unseren Mitteln, oder, die wir vorschlagen. Aber der Herr Reimann hat vorher das sogenannte Fiat-Geld, oder, sehr schlecht gemacht. Und von Betrug geredet. Und jetzt ist natürlich schon so, auch eine Geldwährung kann man vernünftig handhaben, wenn man nicht zu viel Banknoten druckt, sondern genauso viel, wie es braucht, damit man genügend hat, um die Waren, die hergestellt werden können, zu kaufen. Wenn man das Gleichgewicht oder die Stabilität kann erreichen kann, dann ist das sogenannte Fiat-Geld nicht per se böse. Aber ein anderer Punkt ist der Währungswettbewerb. Ich meine, einerseits sind wir als winziges Land auf dem Globus mit einer eigenen Währung, sind wir natürlich ständig im Wettbewerb gegenüber den anderen, viel grösseren Währungen. Und eine Folge vom Vollgeld ist genau die, was ich jetzt mit dem genau gleichen Wort kann sagen, wie Sie es vorher dargestellt haben, der Schweizer Franken wäre nach Einführung vom Vollgeld die stärkste Währung der Welt. Und, aber genau das wird uns zum Vorwurf gemacht, weil dann heisst es, dann wird der Schweizer Franken noch stärker, oder? Dann müssen wir wieder oben abholen, oder? Damit eben der Währungswettbewerb einigermaßen spielen kann. Das ist mal zu dem Punkt. Und dann
gibt es natürlich auch innerhalb von der Nation, so wie es die Schweiz ist, nach unserem Vorschlag die Möglichkeit, dass man einen Währungswettbewerb, wenn man denn den so sagen, einführt, auf regionaler Basis. Also wir haben ausdrücklich einen Verfassungsabsatz drinnen, der erlaubt, dass regionale Währungen eingeführt werden. Das ist bisher nicht in der Verfassung. Die regionalen Währungen haben natürlich das an sich, dass sie eben nur in der Region können verwendet werden. Vielen Dank, Herr Weber. Ja. Ich würde sonst noch ergänzen oder zur Klärung. Es ist erwähnt worden, wir haben zwei Geldkreisläufe. Im einen Geldkreislauf ist es die Nationalbank der Produzent. Wir haben gehört, immense Mengen an Euro ist gekauft worden. Riesige Frankenmengen sind zusätzlich im Umlauf. Aber nicht bei uns, auf unserem Konto, in unserem Portemonnaie, in unserer Realwirtschaft, sondern in einem eigenständigen Kreislauf. Das hat man auch gehört vom Herrn Luzi Stamm. Wir spüren keine Inflation, obwohl riesige Geldmengen angehäuft worden sind. Das ist ein separater Kreislauf. Der Produzent ist die Nationalbank. Der zweite Kreislauf sind die Produzenten, die privaten Geschäftsbanken. Dort passiert 90% vom Geld, das bei uns im Portemonnaie oder auf den Bankkonten sind. Der Hersteller, der Erstverwender von dem Geld sind Geschäftsbanken und Investoren. Und die sind nicht der Preisstabilität verpflichtet, sondern der Eigeninteressen. Und die Eigeninteressen, dort spielt Finanzblase oder Spekulation auf Lebensmittel oder eine Entwertung vom Vermögen keine Rolle, solange der eigene Profit als Erstverwender gewährleistet ist. Bitte schön, Herr Stamm. Also ganz wichtig scheint mir, was Sie gesagt haben, die beiden Initiativen beißen sich überhaupt nicht. Oder dass ich teile Ihre Meinung völlig. Man hat auch verschiedene Aspekte. Ich habe vorher gesagt, die Nationalbank wird gestärkt. In dem Sinn, wie wir es vorher gesagt haben, oder wie wir gesagt haben. Und in einem gewissen anderen Sinn wird sie natürlich geschwächt, indem sie gewisse Regeln bekommt. Bei einem Jahr zu dieser Gold-Initiative. Das Ding, das ich hier vorlese, das ist von der Nationalbank, nicht von den Initianten von der Gold-Initiative. Es ist das Jahr 2002, die Nationalbank und das liebe Geld. Da hat die Nationalbank geschrieben, solange das Papiergeld durch Gold gedeckt sein musste, also jetzt Zwischenbemerkung, jetzt ist es durch politische Macht gedeckt. Also so gesehen hat mein Passagier recht gehabt. The power. Jetzt ist einfach die politische Macht von den Amerikanern, die jetzt dahinter steht. Es ist keine Deckung mehr im Sinn von Gold. Aber solange das Papiergeld durch Gold gedeckt sein musste, war Gold sein Anker. Weil die Menge an gefördertem Gold nur langsam stieg, bestand kaum Gefahr, dass plötzlich zu viel Gold und damit auch zu viel Papiergeld im Umlauf war. Und jetzt, heute verpflichten sich die Zentralbanken dazu, die Menge an umlaufendem Geld wohldosiert zu erhöhen. Also, die haben gesagt, wir halten uns denn dran, dass wir nur wohldosiert erhöhen. So können sie sicherstellen, dass der Wert des Geldes erhalten bleibt. Diese Verpflichtung der Zentralbanken spielt nun die Rolle des Ankers. Oder? Und kaum haben sie das geschrieben, sind sie von ihren 100 Milliarden auf 500 Milliarden drauf. Oder? Und haben von morgen früh bis zu oben spät gedruckt, wie wir es vorher salopp gesagt haben. Und die das natürlich zuerst bekommen, haben einen riesigen Vorteil. Das ist relativ klar, es ist alles richtig, was gesagt worden ist. Ich habe am letzten Podium jemand gesagt, wer kommt denn auf die Idee, hinter dem Rücken von der Hausfrau aus Familie Silber zu verschütten. So einfach können sie das dann nicht mehr. Sie können nicht mehr 60% von den Pfannen einfach verkaufen, ohne dass die Bevölkerung merkt. So gesehen bekommen sie in einem gewissen Sinn schon Fesseln angelegt. Oder? Ich verstand natürlich, ich bin nicht so naiv. Ich habe vorher gesagt, eben, sie können machen, was sie wollen. Aber man sieht nachher, wenn sie einfach das Gold würden verschütten und Geld drucken wie ein Verrückter, das können sie kombiniert nicht mehr.
Ich würde gerne auf das Zitat reagieren, wo eben die Nationalbank geschrieben hat und explizit darauf hinweisen, dass die Nationalbank schreibt, die umlaufende Geldmenge, die umlaufend bei uns in der Realwirtschaft, bei uns im Portemonnaie, die ist wohl dosiert in den letzten Jahrzehnten gewachsen. Das kann man in den SNB-Statistiken anschauen, Geldmenge M1, M2, M3, die erfasst werden. Anders ist es bei den Nationalbanken Geldmenge, also bei dem zweiten Kreislauf, wo einzig und allein im Interbankensystem fließt. Dort ist die Geldmenge explodiert. Aber der Auftrag ist Preisstabilität in der Realwirtschaft plus der zweite Auftrag, dass wir im Allgemeininteresse vom gesamten Land handeln und zum Thema noch auf die Euro-Anbindung lenken, wo Sinn und zweckvoll ist, sowohl für die Exportwirtschaft als auch jetzt eben Kompromiss mit dem Tourismus zum Beispiel. Da möchte ich nur noch die kurze Ergänzung machen. Genau das Beispiel zeigt ja, wie wichtig es ist, dass wir von diesen zwei verschiedenen Kreisläufen wegkommen. Und einen Kreislauf machen und den bestimmen und den kontrollieren. Also das ist schon ein Wort. Ich meine, das Sympathische an der Vollgeldinitiative ist natürlich ganz klar, dass sie mal das Fractional Reserve System quasi auf Pelle nehmen. Oder wir haben die ersten, also 390 vor Christus in Griechenland, haben sie früher eigentlich, hat man Gold, hat man ist Geld gewesen, man hat das Gold zu einem Goldschmied gebracht, hat das dort eingelagert, weil man hätte nicht mit zu viel Gold rumlaufen, weil es damals schon gefährlich war, sonst könnte bestohlen werden. Und die Goldschmiede haben dann natürlich auch Papierquittung ausgestellt und gesagt, jawohl, das ist Quittung für dein Gold, das ist okay. Und dann hat es den ersten Fall von Betrug gegeben, wo einer zusätzliche Quittungen ausgestellt hat oder Gold, das ihm nicht gehört hat, ausgelehnt hat. Oder? Und hat natürlich so können quasi aus dem Nichts etwas schöpfen und auf das Zinsen verlangen. Und das ist natürlich ein enormes Privileg, das natürlich auch heute das Bankensystem hat. Und ich meine, das ist definitiv, früher war es Betrug gewesen. Heute ist es Teil von unserem System, und zwar eine Allianz zwischen dem Staat und der Zentralbank und dem Bankensystem. Es ist, ja, ich denke auch, also ganz klar. Also wir sehen, wir haben eigentlich einen Haufen Gemeinsamkeiten hier an dem Tisch. Es ist interessant, wie man sich versteht. Das ist wunderschön. Jetzt meine Frage auch an Hans-Rudi Weber wäre, wir gehen jetzt davon aus, dass beide Initiativen erfolgen. Sie werden am 30. November und sie zur Abstimmung wird sie angenommen und unsere hoffentlich in nicht allzu ferner Zukunft dann auch. Herr Weber, wie sieht denn das aus, das System, wenn die Vollgeldinitiative angenommen worden ist, 20% von der Bilanzsumme von der Nationalbank in Gold gehalten werden und gleichzeitig eine Vollgeldreform soll durchgeführt werden? Wie gesagt, ich sehe doch keinerlei Schwierigkeiten. Weil, ich habe vorhin den Passus zitiert, oder, wo wir extra drinnen gelassen haben. Ein Bestandteil von Währungsreserven soll weiterhin in Gold gehalten werden. Punkt. Und wir haben einfach nicht von 20% von der Bilanzsumme geredet. Wir haben keine fixe Zahl drinnen. Aber insofern geht das ohne weiteres. Und behindert darlegen und das Instrument wo, und die zusätzlichen Massnahmen, die mit unseren Initiativen auch noch gegeben sind, das sind ja eine ganze Reihe von Finanzmarktregulatoren, die wir zusätzlich darin hineingenommen haben. Es geht nicht nur um die Geldmenge allein. Das ist zwar der zentrale und erste Punkt, aber wir haben andere Regulierungen reingenommen, müssen reinnehmen, damit eben Umgehungsmöglichkeiten und trotzdem wieder eine Schuldenspirale in Gang bringen, dass das unterbunden werden können. Vielen Dank. Herr Meier? Ja, eine Goldinitiative schränkt aus meiner Sicht den Handlungsbedarf oder die Handlungsmöglichkeit von einer SNB ein. Aber die SNB wird auch mit der Annahme von einer Goldinitiative genug Werkzeuge haben, im Zusammenhang mit der Stärkung durch die Vollgeldinitiative, um können
reagieren, ob jetzt auf Euro Stärke oder Schwäche, ob es jetzt ist ein Negativzinsen, wo es auch schon gegeben hat, vor wenigen Jahrzehnten, oder eine Kapitalverkehrskontrolle, wie es in Krisenzeiten Zypern oder Griechenland auch schon angewendet hat. Selbstverständlich, Herr Gras, bitte. Vielleicht noch schnell ein Wort, weil vorhin ist schon gefallen, wir haben keine Inflation. Was man eigentlich könnte mitverfolgen, wenn man jetzt die ganze, wenn man mal die grössere Welt anschaut, die westliche Welt, inklusive natürlich Europa, Japan, China. Was man eigentlich kennt, ist dort, wenn Sie sich die Korrelation von der Börse zum Beispiel anschauen, der S&P 500, der grösste Aktienindex in Amerika mit den grössten 500 Firmen, der ist 1:1 korreliert mit der Bilanz von der Federal Reserve. Also das heisst, und das können Sie ja beobachten, wenn Sie in die Eurozone gehen, schauen, das können Sie ja bei uns anschauen. Ich meine, die S&P hat nicht Euro gekauft, sie haben auch Aktien gekauft. Also sprich, das neue Geld ist in Vermögensplattern hineingegangen. In der Schweiz sicher ein gutes Beispiel, seit 2008, Hypotheken sind massiv oben runtergekommen. Wir haben quasi heute, ich weiss nicht, 1,2% können Sie sich eine Hypothek nehmen. Es ist zum Teil günstiger, sich zu verschulden und die Hypothek zu zahlen, als dass man eine Mietwohnung nimmt. Oder? Also dort sehen Sie einfach, das Geld wird gesteuert, das neue Geld ist in Umlauf gekommen, aber, also nicht in Umlauf, sondern es ist in den Vermögensplattern drin. Stock Market, Derivategeschäft, Finanzmärkte. Komplett abgekoppelt. Wenn Sie sich die Velozität, also die Geldumlaufgeschwindigkeit anschauen, die ist auf einem Rekordtief. Und die Geldumlaufgeschwindigkeit ist, wie schnell tut das Geld in der Realwirtschaft die Hände wechseln, oder wie schnell tut man ein Gut kaufen, mit Papiergeld irgendetwas einkaufen, Services etc. Und die Geldumlaufgeschwindigkeit ist auf einem so tiefen Level wie kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das bedeutet natürlich eben, also die Leute, einerseits kann das sein, weil die Leute selber zu hoch verschuldet sind und nicht mehr zusätzlich die Schulden aufnehmen. Das andere kann sein, dass Banken, wie man sieht in der Eurozone, sie versuchen alles, dass Banken quasi Geld in die Realwirtschaft reinbuttern, aber die Banken machen es nicht. Oder? Also, und dann haben sie einfach Leute, die sagen, nein, ich will nicht, also wir sind unsicher, was die Zukunft anbelangt, und darum haben wir 50 Millionen Amerikaner auf Food Vouchers. Darum haben wir dort, wenn man die Arbeitslosigkeit anschaut, ist die basierend auf 1980, so wie es die Regierung berechnet hat, bei 23% und nicht bei 5,5%, wie man uns immer erzählen will. Darum haben wir in Europa eine Jugendarbeitslosigkeit zwischen 30% und 70%. Oder? Und wir kommen nicht vom Fleck, die Realwirtschaft kommt nicht vom Fleck. Also ich, und wenn man die Schulden anschaut, einfach nur Amerika mal Schulden, 17,8 Trilliarden, also über 100% von einem Bruttosozialprodukt. Wenn man die unfunded liabilities anschaut, und zwar sind all die staatlichen Versprechungen in Bezug auf Pension, AV, Gesundheitsleistungen etc., die hat der Professor Kotlikoff von der Boston University auf 220 Trilliarden berechnet. Und von denen redet natürlich die Mainstream-Medien und der Staat redet nie von den unfunded liabilities, von all diesen Versprechungen. Aber sie können sich eigentlich anschauen, ich meine, Amerika ist sicher der Extremfall, aber die anderen Länder, ob das jetzt Eurozone ist, ob das England ist, ob das Japan ist, es ist genau dasselbe. Oder? Und jetzt ist einfach die Frage, wie lange haben wir noch, bis das entweder ausartet in einem deflationären Kollaps, was wir in der Vergangenheit nie gesehen haben, sondern haben eigentlich die Regierungen einfach immer Geld gedruckt. Und wenn die Regierung immer nur Geld druckt, irgendwann Vermögensblase, you know, kann weiter raufgehen, irgendwann kommt sie in Umlauf. Und wenn sie in Umlauf kommt, dann bedeutet das Hyperinflation und dann ist die Währung zerstört. Und ich glaube, das ist das, was uns in den nächsten paar Jahren eigentlich bevorsteht. Jetzt haben sie noch Zeit zum Geld drucken, weil sie dann so umverteilen, Vermögen von den Schweizer wird umverteilt und wir sind einfach am Verarmen. Vielen Dank. Also wir haben wenn's ganz spannende Statements gehört. Jawohl, Herr Meier, bitte eine Antwort. Ja, ich kann das nicht stehen lassen, die Stellungnahme, dass sozusagen das Gelddrucken von der Zentral- oder Nationalbanken nachher in die Hypothek geht oder in spekulative Geschäfte. Dem ist nicht so. Jeder, der hier im Saal sitzt, hat seine Hypothek in Bankengeld. Kein Nationalbankengeld ist auf eurem Lohnkonto, kein Nationalbankengeld ist auf eurer Hypothek. Das heisst, der Hersteller, der das Geld zur Verfügung gestellt hat, ist eine private, profitorientierte Bank. Und das möchte die Vollgeldinitiative verhindern. Es geht nicht darum, dass die Nationalbank selbst Kreditvergabe oder die Vermögensverwaltung übernehmen, sondern nur das Mass an
Geld, das im Umlauf ist. Auch die spekulativen, immensen, sekundenschnellen Käufe werden nicht finanziert mit Nationalbankengeld oder Zentralbankengeld. All das ist Chiral und Buchgeld.